Ein kleiner Lehrgang, und zwar in Verbindung der Harmonielehre des Dreiklangs und seinen Umkehrungen. Auf dieser Basis ist nämlich unsere Harmonika aufgebaut. Zur Orientierung tiefe Töne, das wäre die Notenzeile und Töne noch auf den entsprechenden Hilfslinien. Tiefe Töne sind auf der Harmonika in Heromen, also in der Nähe vom Kinn. Hat man oft Schwierigkeiten, wenn man sagt, spielt es hoch. Hoch ist also in Knienähe, tief ist in Kinnnähe. Dieses Schema wird uns noch öfters verfolgen. Und zwar ein Merksatz, der Grundton fällt, der Terzton steigt, der Quinton bleibt. Auch für alle, die musiktheoretisch nicht vorgebildet sind, sollen das verstehen können. Und zwar haben wir auf der Harmonika in einer Reihe auf Schub, wenn ich drei Töne spiele, habe ich immer nur einen Dreiklang. Den Dreiklang gibt es in der Grundstellung C, E, G. Wenn das C oktaviert ist, dann ist es die erste Umkehrung E, G, C. Wenn ich auch noch das E oktaviere, dann habe ich die zweite Umkehrung G, C, E. Die nächste Umkehrung ist schon wieder die Grundstellung, halt oktaviert, eine Oktav höher, C, E, G. Und unser Gleichtonspiel, alle meine ersten Spielereien, drehen sich um diesen Gleichton, wobei der Gleichton ist dieser Quinton. Jetzt kommt das erste Mal unser Merkspruch schon wieder zur Geltung. Grundton fällt, Terzton steigt, Quinton bleibt. Also der Mittel, unser Gleichtonspiel ist der Gleichton mit dem Mittelfinger und dann habe ich auf Zug und Schub keine Veränderung. Aber klanglich ergibt sich eben daraus, dass der Grundton fällt, der Terzton steigt und eben der Quinton bleibt. Hier noch einmal anhand des Klaviers dargestellt. Vom C sind wir einen Halbton tiefer, vom E einen Halbton höher und der Quinton bleibt. Grundton, Terzton, Terz ist der dritte Ton von Grundton aus und Quinton, weil es eine Quint von C aus eine Quint darstellt. Das ist also unsere erste Umkehrung, sie entspricht unserem Gleichtonspiel. Hier habe ich noch diese Gleichtonzeile, leicht zur Orientierung, auf Zug und Schub ausfindig machen und auch wenn es auf der ersten Reihe den Gleichton nicht gibt, dann ist es aber halt der Quintton. Dieser Ton ist dann auf Zug hier zu finden. Zudem aber später. Hier findest du zwar die Griffschrift der Welle, einer vierreihigen Harmonika, du brauchst dich um gar nichts kümmern, als um die Position deiner drei Finger um den Gleichton, und zwar für die zweite und dritte und vierte Reihe. Meine Gleichtonspiele sind alle auf der zweiten Reihe aufgenommen, du kannst sie aber dann selbst übertragen auf die dritte und auf die vierte. Auf der ersten Reihe ist es ein wenig anders, zudem aber später. Und du kannst von der Homepage den Link, siehst du unten eingeblendet, alle diese Spiele durcharbeiten. Du lernst die Unabhängigkeit linke, rechte Hand. Du lernst die ersten Hürden meistern, ohne dass du überfordert wärst. Dadurch, dass die Position der rechten Hand immer gleich bleibt, trotzdem der Übung bedarf, der motorischen Fertigkeit. Die Finger abzurollen von 2 auf 2, 3, 4 und umgekehrt bedarf einfach der Übung. Und es sind alles schon Melodien, die auf der 16-Takt-Phrase aufgebaut sind. Du wirst merken, welche Hürden du zu meistern hast, wenn es von der Viertel auf die Achtel geht.
der Bass links automatisiert ist und seine Viertelläufe abspielt. Ich habe bewusst zuerst nur die Walzertakt gewählt. Wenn du da weiterkommst in der Folge, kannst du dann diese Gleichtonspiele alle in einer auf die nächst tiefere oder nächst höhere Position übertragen. Und dann erst in der Folge und dazu folgen in der nächsten Zeit weitere Videos. Erst dann kommt das Zusammenspiel von einer Lage, der anderen Lage,